Buitoni. Wo die Liebe hinfällt, erfahren Sie jetzt mit Marienhof und Buitoni Sauce ai quattro formaggi. Es wird viel passieren. Frank. Er hat mich bequatscht, zurückzukommen. Toni. Wer schreibt, zeigt seine Seele. Das haben Sie wunderschön gesagt. Feuer der Liebe. Kannst du akzeptieren, dass ich mit meiner Familie hier im Marienhof leben will? Ich habe die ganze Zeit nur einmal hier gelebt. Es wird viel passieren. Sie ist deine Schwester. Meine Stiefschwester. Ich habe mich sofort in sie verliebt. Auf den ersten Blick. An den Moment erinnere ich mich noch ganz genau. Ich sollte den neuen Freund meiner Mutter kennenlernen. Und ich hatte dazu überhaupt keine Lust. Wir waren im Garten und dann sah ich sie. Ich war gerade 13. Ich habe sie mein halbes Leben lang geliebt. Und ich konnte mit niemandem darüber reden. Das war das Schlimmste. Und was war ich für dich? Ein Trostpreis, weil du sie nicht haben konntest? Oder nur ein Alibi, damit niemand auf dein Geheimnis kommt? Toni, das ist jetzt vorbei. Ich liebe dich. Gott, du hast sie ja nicht mehr alle. Hau ab! Toni, mir ist klar geworden, dass ich nur dich liebe. Geh! Los! Ich liebe dich. Das musst du mir glauben. Ich war doch nur ein Ersatz. Hau ab, geh! Das soll wahrscheinlich ein Friedensangebot sein. Na komm schon. Blut ist doch dicker als Wasser. Moment. Damit da keine Missverständnisse aufkommen. Ich werde den Wasserschaden in Ordnung bringen und alles mit der Versicherung klären. Das ist doch mal ein Wort. Aber das war's dann auch schon. Wenn wir uns auf der Straße begegnen, werden wir uns freundlich grüßen. Ansonsten geht jeder seiner Wege. Okay. Man sieht sich. Und du meinst, das wird was mit der Pension? Klar wird es laufen. Der Laden wird brummen. Die Leute werden kommen, genießen und wiederkommen. Wir kriegen das Kind schon geschaukelt. Na dann, viel Glück. Arbeiten Sie hier? Sieht man das nicht? Moment, Frau Garcia? Nochmal wegen diesem Gedicht. Wegen dieser Kaffeewerbung, meinen Sie? Ist das wirklich so schlecht? Ich meine, was denn genau? Herr Fechner, ich bin leider jetzt mit meinem Mann verabredet. Ja, aber ich finde die ersten Zeilen eigentlich sehr berührend. Ja, aber ein bisschen schwulstig, finden Sie nicht? Naja, an dem Dichter ist vielleicht kein Shakespeare verloren gegangen, aber... Schauen Sie mal der Schluss. Entstammen wir Kaffeeschrot. O Feuer der Liebe, du Macht der Triebe, es schmerzt wie Hiebe. Gelegenheit macht Diebe. Gehen Sie mal bitte mit der Ware zurück in den Laden, ich komme gleich. Ach was, kaufen Sie Ihr Waschmittel doch gleich woanders. Haben Sie das geschrieben? Nein, ich könnte sowas gar nicht. Also gut. Die Reime sind eigentlich ganz okay. Nur das braucht man für ein gutes Gedicht gar nicht. Nein? Nein, es ist das Versmaß, Rhythmus, Melodie. Wenn das alles stimmt, dann springt der Funke über.
Das ist wie, wie bei diesem Lied. Fühlen Sie das? Da stimmt einfach alles. Rhythmus, Melodie. Und hier ist, springt kaum was. Eigentlich springt gar nichts. Sorry. Hören Sie ein bisschen zu. Danke. Wieso warst du eigentlich zu Harry so abweisend? Ich habe lediglich die Fronten geklärt. Es wärt ihr im Krieg. Furchtbar. Nenn mir ein anderes Wort für das, was wir hatten. Herr Martini. Entschuldigen Sie, aber ich kann nicht hexen. Das ist wieder so ein Narbe, den ich am liebsten Zähne haben müsste. Wir gucken Sie hier. Kommen sofort. Armer Stefano. Tanja hat dann noch den Job in M&P. Und jetzt hat ihn auch noch seine letzte Aushilfe sitzen lassen. Da kommt er ganz schön in Schleudern. Hast du Harry eigentlich mal gefragt, was er jetzt vorhat? Die haben doch die Pension. Ja, und wenn das nicht so läuft? Das interessiert mich wirklich nicht. Es ist bestimmt nicht so leicht, einen Job zu finden, wenn man gerade aus dem Gefängnis gekommen ist. Ja, für den sowieso nicht. Aber können wir vielleicht jetzt mal über was anderes reden als über Harry? Geht es um deinen Bruder? Oh, ich kann das Wort nicht mehr hören. Jetzt mal angenommen, die haben wirklich Startschwierigkeiten mit ihrer Pension. Wovon wollen sie denn dann leben? Keine Kellner? Ich bräuchte hier eine Aushilfe. Herr Maldini! Ja, komm sofort. Ich fahre nächste Woche für ein paar Tage nach Italien, weißt du? Und da bräuchte ich jemanden, auf den ich mich verlassen kann. So, komm her. Prego, macht ihr das? Ja, danke. Das wäre doch eine gute Idee. Stefano ist mein Freund, das kann ich ihm nicht antun. Ach, Frank. Nichts, was mit Harry Töppers zu tun hat, ist eine gute Idee. Hey, Starsky und Hutch. Ich bin Hutch. Ja, ja. Was reimt sich denn auf Sehnsucht? Flucht. Flucht. Naja, also die ganze Welt flucht auf die Sehnsucht. Oder Wucht. Noch besser. Die ganze Welt flucht voller Wucht auf die Sehnsucht. Das Problem bei euch jungen Leuten ist, dass ihr die wahren Gefühle noch nie erlebt habt. Muss man das jetzt, wenn man hier einkaufen will? Habsucht. Apropos, darf ich zahlen? Ich muss noch wohin. Ihr müsst ihr alles ins Lächerliche ziehen. Ey, wie heißt die Type hier? Cyrano, was wird denn das jetzt? Ruhe. Versmaß, Melodie und Rhythmus. Erde an Fechner, hallo. Ist umsonst. Ich zahl dann morgen. Gefragt, was zwischen uns steht. Ich habe mir schon gedacht, dass es da eine andere Frau gibt, aber dass es Amelie ist. Wieso, was hat er denn gesagt, dass du ihm die ganze Zeit egal gewesen bist? Das ist doch wohl klar. Und dieser wunderschöne Brief, der war für sie und nicht für mich. Ich war nur ein beschissenes Alibi. Was für ein Brief? Er hat mich überhaupt nicht geliebt. Ich kämpfe und kämpfe und dabei hatte ich überhaupt keine Chance. David. Arschloch. Hallo Toni, ich bin's, David. Ich hätte dir das alles nicht erzählen sollen. Aber ich dachte, wenn ich das aus der Welt schaffe, dann haben wir vielleicht noch eine Chance. Und das will ich unbedingt. Ruf mich zurück, ja? Bitte, Toni, bitte. Ach ja, Toni, ich möchte nicht, dass Amelie davon erfährt. Vielleicht, naja, danke. Komm mal her. Ich mache jetzt erstmal einen Tee für dich. Hm?
Und willst du nicht vielleicht doch die Nachricht erstmal checken? Und? Was ist? Erst macht er einen auf große Liebe. Der hat doch nur Angst, dass ich Amelie die Wahrheit sag. Ich mach dann mal einen Tee. Hm? Gute Nacht, Mama. Warte mal. Ich weiß, was du sagen willst. Weglaufen ist keine Lösung. Weglaufen ist keine Lösung. Bin ich wieder da oder nicht? Ich verstehe ja, dass du wütend auf Harry bist. Wütend? Weißt du, wie das ist, wenn niemand mehr was mit einem zu tun haben will, wenn der eigene Vater im Gefängnis sitzt? Ich hab's miterlebt. Und jetzt taucht er hier auf und tut so, als wäre nie was gewesen. Macht dann auf Big Daddy. Zum Kotzen. Wir beide, wir wollten hier einen Neuanfang machen. Du auch. Gib deinem Vater doch wenigstens mal eine faire Chance. Ich versuche es ja. Hey, wir beide, wir waren doch immer ein super Team bisher. Das schaffen wir jetzt auch, wenn wir zusammenhalten. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber was auch immer es ist, am besten, du hörst doch das, was deine Mutter dir sagt, Kleines. Das hätte ich auch öfters tun sollen. Hätte mir auf jeden Fall eine Menge Ärger erspart. Witzig. Gute Nacht, Mama. Schlaf gut. Wenn man keine Ahnung hat, worum es geht, dann hält man den Mund. Das renkt sich wieder ein. Wenn du die hier morgen zur Post bringst, ja, die müssen alle noch frankiert werden. 300 Briefe, das geht ins Geld. Irgendwie muss die Menschheit ja erfahren, dass wir geöffnet haben. Ich vermisse dich auch. Ja, wirklich. Nein, das geht nicht, aber heute Mittag können wir essen gehen, ja? Okay, gut, mein Schatz. Liebe dich. Herr Fechner, was verschafft mir denn heute die Ehre Ihres Besuchs? Gibt's wieder ein Gedicht eines unbekannten orientalischen Poeten vorgetragen? Also ganz ehrlich, ich habe mir gestern wirklich noch mal Gedanken darüber gemacht, was Ihnen daran so gut gefallen hat. Aber wie sah das noch mal heiß wie der Schrot und... Heiß wie die Lava, deren sengendes, flammendes Rot... Genau, oh Gott, bitte verschonen Sie mich. Danke. Also, was gibt's? Ich, Ja? Da irgendwo muss Susi jetzt unterwegs sein. Ich wollte mir nur mal so ein Bild machen. Tja, Sehnsucht ist ein schaurig schönes Gefühl. Danke. Tschüss. Tschüss. Herr Fechner, Sie können den Prospekt gerne mitnehmen, wenn Sie möchten. Hallo, Frau Doktor. Du, kommst du zum Mittagessen nach Hause? Nee, das schaffe ich nicht. Der Wasserschaden in der Pension bringt alles durcheinander. Guten Morgen. Guten Morgen, Harry. Frank, das geht auch ein bisschen freundlicher. Für die Freundlichkeit bist du ja schon zuständig. Sag mal, willst du nicht doch mal fragen? Ja, was denn? Wegen dem Job im wilden Mann. Wirklich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass er das Geld im Moment gut brauchen kann. Schau mal. Das ist mein Leben und das ist Harrys. Dazwischen ist ziemlich viel Platz. So ist es gut, verstehst du? Das heißt aber nicht, dass du ihm Steine in den Weg legen musst. Tue ich ja gar nicht. Ich versuche nur, Berührungspunkte zu vermeiden. Das führt nämlich, wie wir wissen, zu Wasserschäden. Stefano ist mein Freund. Das Letzte, was ich ihm an den Hals wünsche, sind schwere Krankheiten und Harry Töppers. Also ich habe deinen Bruder immer nur als sehr netten Menschen erlebt. Oh, da habe ich das aber mit dem Kurzzeitgedächtnis. Da könnte dir mein Auto auf die Sprünge helfen. Die Scheibe drüben ist gerade erst repariert. Das war doch alles ein Missverständnis. Außerdem geht's hier nicht nur um euch beide. Hier ist auch noch eine Frau und ein Kind mit im Spiel. Im Übrigen deine Nichte, wenn ich dich erinnern darf. Harry findet schon einen Job. Frank Töppers! Sag mal, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Seite der Vernunft und Großzügigkeit. War irgendwann auch mal deine. Toni, hallo. Hi. Wir haben geschlossen.
Ja, nimm wenigstens den Kaffee, ja? Ja, ich könnte Ihnen das Konzept bis nächste Woche vielleicht... Ja. Ja, ja, ich bin noch dran. Kann ich Sie vielleicht in 10 Minuten nochmal zurückrufen? Ja, vielen Dank. Ich will nicht mehr über David reden. Es ist sowieso nicht alles so, wie es scheint. Ihr redet ja nicht über mich, oder? David, wir unterhalten uns gerade. Ja, solange ihr keine Geheimnisse von mir habt. Kannst du uns bitte allein lassen? Du siehst, du hast auch bei Toni schlechte Karten. Du, wir telefonieren, okay? Tschüss. Schade. Wollen wir vielleicht was essen gehen? Das Einzige, was dich interessiert, ist doch, ob ich dich bei Amelie verraten habe. Hab ich nicht. Toni. Toni, jetzt lass mich hier nicht wieder so stehen. Hey, komm doch mal her. Ich darf nicht mit Fremden reden. Aber ich bin doch kein Fremder, du kennst mich doch vom M&P. Sag mal, willst du dir 1 Euro verdienen? Es geht um eine Art Test. Ich hasse Tests. Nein, nicht so einen. Ich will ein Gedicht testen. Hör zu, du musst nichts weiter tun, als dieses Gedicht vorzulesen. Und du sagst einfach, das ist ein Gedicht von dir und du möchtest es vortragen. Carolina! Ich muss zu meinem Papa. Überleg doch mal, was du dir mit 2 Euro alles kaufen könntest. Aber... Bild von schaurig schöner Sehnsucht. Sowas lese ich nicht vor. Ja, wo ist denn das Problem? Alle denken, ich hab's geschrieben und lachen mich aus. Keiner wird lachen. Dann lies es doch selbst vor. Carolina, die Pizza wird kalt. Und wie wär's, wenn ich dir 3 Euro gebe? 5 Euro. Das ist eine ganze Menge Geld. Vielleicht liest Stefan nur es für 3 Euro vor. Kannst du ihn ja mal fragen. Und ein Glitzernagellack in Pink. Und du bist wirklich erst 7 Jahre alt, ja? Sind wir im Geschäft? Meinetwegen. Ich weiß immer noch nicht, wie mir das passieren konnte. Du hast die Überwurfmutter nicht richtig festgezogen. Ist doch gut, dass ich bei den Autos bleib, oder? Wenn du da was nicht richtig festziehst, dann geht's unter Umständen schlimmer aus. Hm. Sieh's mal so. Nächste Woche machen wir auf, Netti. Genau, frisch aus dem Knast und rein ins Unternehmerleben. Ja. Was? Hey, hör mal, ich höre dich gerade nicht. Sei mal vorsichtig hier. Hallo. Ah, jetzt höre ich dich wieder. Was? Ja, wir hören voneinander. Okay, gut. Bis später. Ciao. Frau Netti, meine älteste Tochter. Sehr nettes Mädchen. Ja? Wie alt ist sie? Du gehst jetzt runter und holst die Farbe. Okay. Was kommt jetzt? Ein Vortrag über Moral, weil ich 2 Töchter von verschiedenen Frauen habe? Ich habe auch 2 Kinder von verschiedenen Frauen. Na, haben wir auch was Gemeinsames. Sag mal, wie läuft's hier eigentlich so? Finanziell, meine ich. Willst du bei mir einsteigen? Brauchst du einen Job? Ich bin Manager einer Pension, schon vergessen? Einer Pension, die noch nicht mal eröffnet hat. Ach, was rede ich mit dem Mund, fussel ich dann eben nicht. Sagen wir mal so, im Moment bin ich tatsächlich ein bisschen klamm. Wenn du was hast, dann könnte man sich das ja mal anhören. Stefano, der Wirt vom wilden Mann, sucht eine Aushilfe. Ich meine, viel ist da bestimmt nicht drin, aber... Aber für einen Knacki reicht's, oder was? Aushilfskellner. Traust du mir wirklich nicht mehr zu? Du, wenn du dir die Jobs aussuchen kannst, dann mach was anderes. Für einen Mann, der den ganzen Tag in Scheiße rumwühlt, klingt so ziemlich arrogant. Aber das war schon immer dein Problem. Was ist denn hier los? Was regst du dich eigentlich so auf? Du willst den Job nicht und fertig. Nichts. Ich habe nur einen Termin bei meiner Bewährungshelferin. Man sieht sich. So, bitte Ruhe für unsere Carolina. Sehnsucht zieht bittersüß durchs Herz, das Gefühl vertraut und zärtlich, schaurig schön und doch so voller Schmerz. Jeden Tag, jede Nacht, jeden Augenblick. Das Vermissen bleibt, schaurig schön, das Vermissen bleibt mit aller Macht. Bravo! Bravo! Ganz gut. Ganz gut. Bravo. Bravo. Tja, Fischner. Unglaublich.
unglaublich, mit was für Themen sich Mädchen in dem Alter beschäftigen. Ja, ein Erfolg auf ganzer Linie. Mit so viel Applaus hätte ich wirklich nicht gerechnet. Bravo. Tja, und wenn man bedenkt, dass sie erst 7 Jahre alt ist. Einfach genial. Naja, also so weit würde ich noch nicht gehen. Aber wer sowas schreiben kann? Oh, Pfiffen, unter uns jetzt. Meine Toni hat schon ganz andere Geschichte geschrieben. Das waren Gedichte. Und da war sie genauso alt. Mathe ist doch total langweilig. Das habe ich doch alles schon mal gemacht. Das ist eine tolle Erklärung. Und wie macht Marie sich so? Oh Mann, musst du mich mit dieser Überfliegerin der Schule vergleichen? Dankeschön. Hallo. Hallo, Toni. Hallo, Toni. Das war doch nur eine ganz normale Frage. Hi. Weißt du eigentlich, dass du seit du mit Marie noch bist, nur Mist gebaut hast? Ja, das ist mir schon aufgefallen. Wie wär's mal, wenn du deinem Gewissen einen Gefallen tust und endlich mit der Wahrheit rausrückst? Wie meinst du das? Sag, Amelie, was du all die Jahre für sie empfunden hast. Toni, du weißt nicht, ich würde alles für dich tun. Aber das kann ich nicht. Bin wieder da. Oh, soll ich Marie zum Essen holen? Willst du den Job nicht, den Frank dir angeboten hat? Aushilfskellner. Ich hab doch einen Job. So eine Pension managt dich nicht von alleine. Vergisst du da nicht eine Kleinigkeit? Es ist meine Pension. Jedenfalls gibt es genug zu tun. Aber nicht für zwei. Außerdem wird die Pension wahrscheinlich sowieso nicht genug Geld abwerfen, dass wir alle davon leben können. Zumindest nicht am Anfang. Lass das mal den Harry machen. Sieh mir in die Augen, Tiger. Ich sag dir jetzt, was du tun wirst, und das ist mein voller Ernst. Du reißt dich jetzt am Riemen und suchst dir einen anständigen Job, genauso wie wir es verabredet hatten. Sonst ist hier für dich ganz schnell zappenduster. Es würde doch nichts ändern, wenn ich es Amelie erzähle. Es wäre der erste Schritt, um endlich abzuschließen. Aber das hab ich längst. Toni, es ist vorbei, wirklich. David, all die Jahre, das ist doch total verrückt. Ich habe sie einfach nur geliebt. Warum verstehst du das nicht? Gerade deswegen musst du es ihr doch sagen. Siehst du das gar nicht ein? David, du hast sie auf ein Podest gehoben und angebetet wie eine Göttin, weil du sie nicht haben konntest. Und dann hast du einen Zaun um sie errichtet und niemand anderen reingelassen. Nur weil du sie für dich alleine wolltest. Aber weißt du was? Du hast dich selber eingemauert. Mit deinen ganzen Intrigen und Lügen und blöden Tricks. David, du sitzt im Gefängnis. Nein, das tue ich nicht. Ich sehe vollkommen klar. Weißt du, ich werde wieder glücklich werden. Aber du wirst einsam bleiben und einsam sterben. Macht euch auf was gefasst. Es ist Zeit für Sonnenuntergänge, Sommernächte und Romantik zu zweit. Ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Die Sommerserie ist zurück. Sternenfänger. Große Gefühle. Und mittendrin zwei Freunde und diese beiden. Valerie. Paula. Die Serie über Liebe, Lust und große Träume. Sternenfänger. Dienstag bis Freitag um 18.50 Uhr im Ersten. Der musste mich schon als Kind andauernd kontrollieren. Und dann weiß er immer alles besser. Was glaubst du, warum ich es zu Hause nicht mehr ausgehalten habe? Das heißt, du machst den Job nicht. Du traust mir nichts zu, hä? Oder warum bist du sonst hierher gekommen? Ja, irgendjemand muss ja nach dem Rechten sehen. Ich kann ja nicht arbeiten. Es tut mir leid. Ja, aber... Das ist Mischa, guck mal. Wo die Liebe hingeht, erleben Sie demnächst mit Marienhof und Buitoni Sosa 4 Formaggio.